Hi, ich bin Lisa von deiner Kreissparkasse Schwalm-Eder und ich möchte dir heute die App Bevestor vorstellen. Was ist Bevestor? Das ist eine App, wo ihr ganz einfach an der Börse mitspielen könnt. Und zwar schon ab 25 Euro monatlich. Das geht wirklich easy und ich zeige euch jetzt, wie ihr die App einrichtet. Auf der Startseite der App klickt ihr einfach unten auf Noch kein Kunde. Ihr landet nun auf der Startseite vom Bevestor. Scrollt dort ein bisschen runter und klickt euch zum Anlageassistenten. Dort könnt ihr nun auswählen, ob ihr eher relaxed an die Sache rangehen wollt oder genau selektieren wollt, welche Themengebiete in eurem Depot dargestellt werden sollen. Wir wählen einfach mal relax. Nun kommen fünf Fragen zu eurer Risikobereitschaft, die ihr einfach über die Smileys beantwortet. Als nächstes wählt ihr aus, was euch bei der Geldanlage wichtig ist. Seid ihr mehr der Typ für Sicherheit oder eher für Rendite? Gebt nun euren monatlichen Haushaltsüberschuss ein und ob ihr eiserne Reserven habt, das heißt, ob ihr schon Angespartes habt und wie lange ihr von dem leben könnt. Wie hoch euer derzeitiges Geld- und Wertpapiervermögen ist und ob ihr schon Erfahrungen in bestimmten Bereichen der Wertpapiere mitbringt. Wie lange ihr diese Erfahrung schon habt und wie viele Geschäfte ihr pro Jahr erledigt. Als nächstes bestätigt ihr, dass ihr die Basisinformationen über die Vermögensanlage erhalten habt. Und gebt an, wie lange ihr das Geld bei Bevestor anlegen möchtet. Nun könnt ihr auswählen, ob ihr euer Geld mit dem Anlegerschutz absichern wollt. Was genau der Anlegerschutz ist, zeigen wir euch in unserem Feed. Als nächstes bestimmt ihr, ob ihr einmalig oder monatlich Geld ablegen wollt. Natürlich geht auch beides. Wir machen den Einmalbetrag einmal raus und sagen, wir wollen monatlich 25 Euro anlegen. Schon sind wir fertig und können uns unser Portfolio anschauen. Scrollt ein bisschen nach unten und ihr seht, wir haben das Relax-Portfolio gewählt mit 25 Euro im Monat. Wir sehen ganz genau, wie unser Vermögen aufgeteilt wird, in welche Fonds es geht. Nun können wir das Portfolio speichern und beobachten. Oder unser Depot eröffnen. Das war wirklich einfach, oder? Ruckzuck habt ihr euer Depot bei Bevestor angelegt. Ob ihr das nun erstmal beobachten wollt oder direkt eröffnet und voll durchstartet, das könnt ihr selbst entscheiden. Ein Hinweis noch: Bei Bevestor wird eure Anlage übrigens von einem kleinen, süßen Roboter gemanagt. Das heißt, er guckt den ganzen Tag, okay, was können wir machen, damit das Depot von dir noch besser läuft. Das nennt sich Robo-Advisor. Mehr dazu findet ihr übrigens auch in unserem Blog. Und jetzt viel Spaß beim Ausprobieren von Bevestor.